Unser anderer Drittligist, der erste FC Magdeburg, der hatte gestern Abend auch Pech. Die Kicker verloren nicht nur das Spiel 1:2 bei Fortuna Köln durch zwei unglückliche Foul-Elfmeter. Auch einer der Leistungsträger, Felix Schiller, fällt verletzungsbedingt wahrscheinlich bis Ende des Jahres aus. Klar, nach einem solchen Abend, da hängen die Köpfe bei Spieler und Fans. Das hat auch Ron Hartmann, freier Fotograf aus Magdeburg, beim Spiel in Köln beobachtet und beeindruckende Bilder eingefangen. Es sind Gesichter, die Bände sprechen. Aufgenommen von ihm, Ron Hartmann. Das erste Mal in dieser Saison hat der Fotograf aus Magdeburg eine Niederlage des FCM im Bild festgehalten. Und das, obwohl das Spiel für die Blau-Weißen gegen Fortuna Köln so gut gestartet ist. Christian Beck schießt die Magdeburger zur 1:0-Führung in der 19. Minute. Freude, breite Brust, Optimismus. Aber allzu lange konnten sich ja die Magdeburger dann leider nicht freuen und auch die Fans, die mit dabei waren, weil dann folgten ja die 3 Minuten, in denen Magdeburg 2 Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommen hat. Es ist ein ganz bitterer Abend für die Blau-Weißen. 2 Elfmeter entscheiden das Spiel. Der erste berechtigt gepfiffen, der zweite eine Fehlentscheidung. Johannes Rahn nutzt die Chance trotzdem dankend. 2:1 für Fortuna Köln. Die Niederlage ist zu verkraften, doch wirklich schmerzhaft ist die Verletzung von Felix Schiller. In der 37. Minute wird er mit der Trage abtransportiert. Diagnose: Achillessehnenriss. Noch in der Nacht wird er in Köln am Fuß operiert. Mindestens ein halbes Jahr wird die Genesung dauern. Die Hinrunde ist für den Abwehrmann gelaufen. Schock für Manager Kainik und Trainer Härte. Und auch die Mannschaft ist betrübt. Wir haben als kleine Geste natürlich ein Bild für ihn gemacht, so dass wir alle hinter ihm stehen, und wir werden uns als Mannschaft natürlich auch noch mal was überlegen. War für uns natürlich auch alle ein Schock und hoffe, dass es ihm bald besser geht. Einen wichtigen Stammspieler hat Jens Härte verloren, die erste Niederlage in Liga 3 kassiert. Doch trotzdem, Ron Hartmann erwartet weiterhin 4 blau-weiße Euphorie. Man hat auch gestern nach dem Spiel gemerkt, dass die Fans, die mit dabei waren, die Mannschaft weiter nach vorne getrieben haben, auch nach dem Abpfiff. Ich denke mal, damit, mit der Niederlage kann jeder leben. Eisernen Willen und ungebrochenen Kampfgeist der Blau-Weißen, das zeigen Ron Hartmanns Bilder vor allem. Und darauf können sich die Fans weiterhin freuen.